Hallo und einen schönen guten Tag, hier spricht Ute. Ich möchte euch heute mal einen super schönen Rand zeigen, den man gut stricken kann, wenn man nur ein Bündchen hat oder ja, oder bei Jacken würde ich sagen, ein bisschen aufwendig, aber okay, wer sich die Arbeit machen möchte, gerne. So, ich zeige es euch jetzt. Wir nehmen ganz normal unsere Maschen auf. Wir fangen an mit unserer Randmasche. So, die dürft ihr stricken oder abnehmen, wie ihr es gerne möchtet. Und jetzt fangen wir an zu stricken. So, ja. Wir stricken eine Masche rechts, einen Umschlag, eine Masche rechts, einen Umschlag, eine rechts, einen Umschlag bis zum Ende. Wiederholen wir das. Eine rechte Masche, einen Umschlag, eine rechte Masche, einen Umschlag. So. Ja, ihr denkt jetzt garantiert, Mann, dann habe ich näher Gott was, wie viele Maschen drauf. Nein, zum Schluss habt ihr die Maschen wieder auf eurer Nadel, die ihr für euer Kleidungsstück oder Strickteil braucht. So. Und eine Randmasche. Wir drehen die Arbeit. So. So sieht es jetzt aus. Auch bei euch. Wir haben hier wieder unsere Randmasche. Ja, so. Könnt sie stricken oder abnehmen. Die nächste Masche nehmen wir links. Und die darauf folgende heben wir nur einfach ab. Ja? Einfach abheben hier. So. Dann wieder eine linke. Die nächste wieder abheben. Ganz normal. Wieder eine linke. Na, will nicht so wie ich. So. Gibt es doch nicht. Jetzt haben wir es. Und wieder abheben. Wieder eine linke. Wieder abheben. Den Faden immer wieder vorlegen, vor der Masche, die wir abheben, legen. So, das ist die Masche, die wir abheben. Den Faden legen wir davor. So. Wieder Faden davor. Wieder davor. Wieder davor, stricken, davor, ja. Davor, stricken, davor. So, und jetzt wenden wir die Arbeit. Wir sind ja am Ende angekommen. Drehen die Arbeit und dann sieht das Ganze bei euch jetzt so aus. Ja, so. Von der Seite dann halt so. Ja. Jetzt gehen wir her. Wir haben wieder unsere Randmaschen. Ja. Die Masche hier. Heben wir noch mal ab. Einfach abheben. Die nächste noch mal stricken. Abheben. Stricken, eine rechte stricken. Abheben, eine rechte stricken. Abheben. So wie beim Rechtsstricken die Masche abheben. So. Okay. Einfach so abheben. Zack, runter. Abheben, abheben. So sieht es nachher aus. Stricken, abheben. Stricken, eine abheben. Den Faden halten wir immer hinten. Stricken, hier. Abheben, stricken, abheben und unsere Randmaschen. Die Arbeit wenden. So sieht es bis jetzt aus. Seht ihr? Und so sieht es von der anderen Seite aus. Ja? So. Jetzt gehen wir her und stricken diese Maschen. Das sind unsere Randmaschen. Diese zwei. Die feste, also den Umschlag,
und die feste Masche hier, ja, hier davor, die stricken wir jetzt links zusammen. Hier auch wieder immer zwei zusammen, den Umschlag, die feste Masche links zusammen, Umschlag, feste Masche links zusammen, Umschlag, feste Masche links zusammen. Das ist die der Umschlag, feste Masche links zusammen. Bis zum Schluss bitte stricken. So. Dann schauen wir nach vorne. Dann drehen wir gleich die Arbeit wieder. Ja. Über den Umschlag und die feste Masche links zusammenstricken und unsere Randmasche. So sieht das jetzt bei euch aus. Ja, da habt ihr ein schönes festes Bündchen von dieser Seite hier, was dekorativ sehr schön aussieht. Und jetzt können wir ganz normal rechts oder links unser Muster stricken. Ja, ihr könnt jetzt zum Beispiel hier ganz normal rechte Maschen weiter stricken. So. Schauen wir uns das nachher mal an, wenn nur die rechten Maschen weiter gestrickt worden sind. So. Ist ein festes Bündchen, trotz alledem elastisch, und es hat eine gewisse Wirkung. Ist auch, im Grunde genommen habt ihr jetzt gesehen, ist gar nicht so aufwendig. Ja, so. Seht ihr? So sieht's aus. Das wäre dann so euer Bündchen. Das für am Rand oder für unten. Wir stricken jetzt nochmal eine Reihe zurück. Von hinten sieht es dann so aus. Ja, fällt überhaupt nicht auf. Sieht aus wie eine ganz normale linke Seite. Ich habe mal wieder ein bisschen festgestrickt, wie immer. Deswegen wisst ihr ja, ich nehme immer zwei unterschiedliche Nadeln. Eine dicke und eine dünne. Das haben wir so, seht ihr ja hier, die unterschiedlichen Stärken der Nadel. Weil ich immer sehr fest stricke. Ich glaube, ich lerne das in diesem Leben auch nicht mehr. Naja, gut. So hat ja jeder seins. Na, ich komme mit den Nadeln auch ganz gut klar. Egal welches Muster oder welche Wollstärke ich habe, nehme ich mir dementsprechend dann auch meine Nadeln. Ja. Entweder dickere oder dünnere Nadel. So sieht es jetzt aus. Können wir natürlich auch jederzeit hier ein Muster reinbringen, wenn wir möchten. Ja. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und wenn da noch Fragen zu sein sollten, dann fragt mich. Also ich erkläre noch mal kurz, wie wir angefangen sind. Wir haben ganz normale Maschen aufgenommen. Und die Anzahl, die man braucht, wenn man eine Jacke, einen Pullover, einen Ärmel, eine Mütze oder sonstiges strickt. Und haben eine Masche rechts gestrickt und einen Umschlag oder eine Masche links. Kommt immer darauf an, wie euer Muster aussieht. Ja, und dann auf der nächsten Seite haben wir diesen Umschlag, den wir gemacht haben, abgehoben und eine Masche gestrickt. Danach haben wir die Arbeit gedreht und haben die feste Masche mit dem Umschlag zusammengestrickt. Das ist eigentlich alles. Mehr braucht ihr gar nicht zu machen, um dieses tolle Muster dann hinzubekommen. So sieht es aus. So sieht es dann von unten aus. Und so von oben. Natürlich eine tolle Optik hier. Man kann auch hier so ein bisschen Unterschied sehen, ein bisschen fester da. Ein bisschen, das andere ist jetzt ein bisschen feiner. Aber wenn man hier ein schönes Muster reinbringt, sieht das garantiert toll aus. Also ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video. Sollten noch Fragen dazu sein, dürft ihr mich gerne fragen. Und wie gesagt, bleibt gesund. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag und alles Gute. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Nochmal die linke Seite. So, sieht ganz normal aus, die linke Seite. Auch hier unten seht ihr ja ganz normal. So, aber ein schönes tolles Bündchen an schönen Rand. Ha? So, bis dann, eure Ute.